Immunität ist aus. Geist ist aus. Geist hat er auch. Erhöht die maximalen TP um 5%. Ja, okay. Ich hab da, Moment, ich habe da aber gerade was im Auge. So, können wir weitergehen. Erfreuliche Nachrichten für mich. Ich weiß nicht, ob es für euch auch erfreulich ist. Ich habe ja die ganze, nicht die ganze Zeit öfters wegen der Asynchronität bei der Aufnahme nicht gemeckert, aber drüber gesprochen. Die ist nicht mehr vorhanden bei dem Elgato. Ich habe dort angerufen. Ich wurde sehr gut beraten. Und mir wurde auch sehr gut geholfen. Ich hab mein Anliegen dort mitgeteilt und habe dann sogar nach ein paar Tagen einen Anruf gekriegt, weil sich der Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, sich darum gekümmert hat. Normalerweise ist es so, wenn man ein Problem hat, egal wo, man ruft an, sagt sein Anliegen und dann kriegt man Hilfe. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Bossgegner sind nicht einmal durch erfolgreiche Angriffe leicht ins Taumeln zu bringen. Diese Widerstandskraft des Gegners ist auch als Standhaftigkeit bekannt. Bestimmte Angriffsarten haben eine größere Wahrscheinlichkeit, die Standhaftigkeit deines Gegners zu durchbrechen. Das muss ich noch rausfinden. Ja. Normalerweise ist die... Ich weiß nicht, was das war. Ist die Beratung nicht gut? So habe ich das kennengelernt. Oder vielleicht spreche ich immer mit den falschen Leuten. Das macht doch gar nichts. Ah, okay. Jetzt habe ich die Kombination gekriegt. Das habe ich nicht gemacht. Aber es war er. So kombiniert man das. Na. Welche Richtung? Das funktioniert nicht. Das habe ich befürchtet. Oh, neben Statistiken und Kriegsartes. Die Wahrscheinlichkeit mancher Kriegsartes wird von anderen Statistiken als P-Angriff und A-Angriff beeinflusst. Sie heißen Nebenstatistiken. Die Nebenstatistiken eines Artes werden als Symbole in seiner Menübeschreibung angezeigt. Du solltest dir dieser Nebenstatistiken bewusst sein, wenn du Lilienkugeln verwendest, um deine Figuren zu stärken. Stärke, Vitalität, Intelligenz, Psyche, Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Ja, da steht so. Okay. Was ich gerade jetzt hier rausgefunden habe, um die Serienchance zu erweitern, es ist nicht möglich. Also ich habe es gerade versucht. Vielleicht mache ich was falsch. Es kann sein. Ich habe versucht, die Feuerkugel oder die Windlanze aufzuladen, um sie dann als verbundene Arte Fertigkeit mit Jude einzusetzen, weil der Balken ja links aufgeladen war. Das hat nicht funktioniert, der normale Angriff kam nur raus, so als würde ich, wenn die Fertigkeit hier oben wäre, einfach nur nach oben, den linken Analogstick nach oben drücken und Kreis drücken. Ah. Okay, dann müsste ich das hier so einteilen, dass wenn ich mit Jude verbunden bin, ich die Hirn packt die Fertigkeiten. Aber vielleicht kann es auch sein, wenn ich jetzt den Flammenring benutze und dann eine Serienchance kriege und dann den Analogstick nach links oder rechts kriege, weil beide funktionieren ja mit Jude, dass dann die Serienchance auch benutzt wird. Ich weiß es nicht. Ich muss das so testen. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich sogar jetzt... ich kriege ja keine Serienchance. Flame ring! It's over! Flame fear! Oh, but that's
Ich hab... Nein, wohin springst du? Das will ich gerne mal testen, was das ist. Ach, das haben die eingesetzt. Dann habe ich Arrivederci noch nicht eingesetzt. Drei Items. Ehrlich, mal gucken, was das ist. Gewonnener Titel. Jude... Herzchen Mila. Oh, das ist ja süß. Ah, ich glaube, ich habe das doch benutzt. Ja, zu dem Thema Elgato ist jetzt funktioniert das Aufnehmen wieder, ohne dass es asynchron läuft, aber nur bei den 720p Aufnahmen. Bei den 1080ern gibt es noch immer Asynchronität. Aber das wollen die von Elgato da regeln, das Problem. Da ist eine Truhe. Ich muss da irgendwie runter. Und ich kann sogar da runter. Trank des Lebens. Ah, kann es nicht mehr tragen. Ah, das ist schade. Vielleicht kriege ich irgendwie so eine Art Titel oder Achievement, wenn ich genug Items einfach liegen lasse und sie nicht aufhebe. Vielleicht habe ich ja auch eine Tasche, von der ich nicht weiß, wo ich das eigentlich sammeln könnte. Nein, hier ist noch ein Ort, den ich untersuchen will. Von hier kam ich. Ich weiß nicht, wie ich meine Artis-Fertigkeiten einstelle, weil es gibt viele Faktoren, die ich noch nicht weiß. Any idea who that woman was? No clue. Although she did seem to know me. I imagine you mercenaries make a lot of enemies in your line of work. Although I have to admit, she was really pretty. I never pegged you for the bad girl type, kid. Or maybe you just like older women. I don't know. Maybe. Ereignisliste aktualisiert. Was ist das? Nein, das ist nicht das. Das ist die Ereignisliste. Eine Übersicht über die Handlung und dein aktuelles Ziel findest du in deiner Ereignisliste. Darin sind auch Nebenereignisse und Ziele aufgeführt. Mit der Ereignisliste kannst du ändern, welches Ziel du drücken der Navi-Taste angezeigt wird. Natürlich kannst du dann immer noch andere Ziele abschließen. Aha! Zum Glück habe ich alles hier abgeschlossen. Milas Geschichte. Hier habe ich nichts. In Arbeit, das ist klar. Es wäre sogar besser, wenn... Kann ich irgendwie nicht so eine Art Standard... Wie nennt man das? Wenn ich reinkomme, dass es direkt auf alle ist. Dass direkt das Fenster für alle angezeigt wird und nicht für Milas Geschichte. Es kann sein, dass ich dann was vergesse. Da gehe ich gleich hin. Da haben wir noch ein paar Gegner und eine Truhe. Zum Glück bin ich zurückgegangen. Wieso ist sie zurückgesprungen? Ey! Die stehen sogar perfekt. Ah, komm schon! Das waren gerade 4000 Schaden. 3,7. Boah, knapp 3,8. Plus die 284 oder was auch immer. Gewonnener Titel Witzbold. Was kann ich mit den Titeln machen? Kann ich irgendeinen Bonus kriegen, indem ich die Titel benutze? Oder ist das eigentlich nichts? Nur ein paar Lücken gespielt zu füllen.
It's over. Mila! Ich hoffe, ihr hört das Klicken von meinem Pad. Ich versuche wirklich verschiedene Kombos einzusetzen, damit das nicht zu langweilig aussieht, der Kampf. Ja, damit der Kampf nicht zu langweilig aussieht. Na, wieso geht das so schnell weg? Apfelgummi, das werde ich nicht abwerfen, werde ich zurücklegen und ich werde es erstmal benutzen. Objekte. Strickmütze. Habe ich das gerade gekriegt? Lederschutz. Na. Ist nicht so wild. Das Item, das ich gerade hier an der Wand gefunden habe, das werde ich mir im Video angucken. Oder könnt ihr gerne schreiben, falls ich das vergesse. Oh, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Dann zeige ich das bei der nächsten Aufnahmesession. Apfelgummi habe ich gefunden. Die KP stellt es wieder her. Dann nutzen wir gleich zwei. Zwei nehmen und den Rest abwerfen. Kann ich nicht zwei nehmen und einen zurücklegen? Ja, okay. So, was haben wir denn hier? Bestimmt was an der Wand. Irgendwas versteckt? Nicht? Okay, okay. Nein, ich wollte nicht bei ihr das angucken. Ich wollte es bei ihm angucken. So, er benutzt alle 8. Ich wollte wissen, ob er 9 hat und wie das dann aussieht. Ob ich dann wirklich einen ihm... Oder ob er dann 9 benutzt oder... Ob er nur 8 benutzt und ich muss selber entscheiden, wohin der 9. geht. Das Aufnehmen bringt jetzt auch... Oh, Cutscene. Dann muss ich meinen Satz erstmal abbrechen. We've arrived. Na, wo sind die Hobbits? So this is Nia Kara. Huh. I thought it would be fancier. Excuse me. Where's Ivor? He went off to find Lord Maxwell and Lord Maxwell. Yes, I have returned. I can't believe you deign to speak to me. I am unworthy. I guess she's the real deal. She's something, all right. Not everyone gets to road trip with a major deity. I had my doubts. Please relax. No need for formalities. You say Ivor isn't here? Yes, but he should have returned by now. We're worried about him. I see. He always did have a short temper. Please, return to your work. I need to perform the ritual to resummon the 4 at my shrine. But it would seem my handmaid is away. Would you mind lending a hand? What? You mean we can help you? I'm not exactly a religious scholar. It's nothing difficult. The village has 4 altars, each with a temporal stone. So you want us to bring those to the shrine you mentioned? Precisely. Why not just ask the villagers for help? You saw what just happened. Except for my handmaid, I don't really fraternize with the villagers. They can barely look at me, let alone hold a conversation. Ah, the trials of godhood. Well, I guess a little physical labor won't kill us. Right, kid? We can handle it. Don't worry, Jude. I'll explain your predicament to the villagers after the ceremony. Please be patient for just a little longer.
Sure. Okay, let's get hunting for those temporal stones. You said they were in the village? Yes. Gather the stones and bring them to the shrine. It lies beyond the village. Ereignisliste aktualisiert. So. Wo war ich nochmal? Ja, ohne die Probleme der Art. That's the near Kara Hollamont. It's a special land where four spirit climbs meet. Huh. Compared to the outside world, I guess Nia Kara really is quaint. Okay, noch ein dritter Versuch. Ja, ohne die Probleme der Asynchronität, da bringt es auch mehr Spaß, wieder aufzunehmen. Und zu rendern. Und zu schneiden. Falls ich das machen muss. Landkrabbe, 56 im Besitz. Jetzt muss ich nur einen Shop finden, wo ich diesen ganzen Kram hier investiere. Und davor hat es wenig Spaß gemacht. Eine Quest! Entschuldigung. Oh, sie spricht nicht. Oh nein, ich kann es nicht glauben, dass ich keine Opfergaben mehr habe. Ja, okay, die Opfergabe, die ich gerne hinlegen würde, ist besonders schwer zu finden, würdet ihr mir dabei helfen, sie zu suchen. Wie ihr wisst, brauche ich eine Insektenhülse, um sie als Opfergabe an den Schrein zu legen. Sie symbolisiert den Übergang von Leben in den Tod. Bitte bringt mir die seltenen und schönsten Hülsen, die ihr findet. Ereignisliste aktualisiert. Falscher Knopf. Die Gruppe soll einen Gläubigen eine Insektenhülse bringen. Schade, ich dachte, ich hätte sie schon. Wer hat noch Quests? Ich kann überall rein, das mache ich noch nicht. Ich will erstmal hier rumlaufen und Quests einsammeln. Sorry, Alvin. Welcome home, Lord Maxwell. I'm glad to see you're all well. All thanks to you, Lord Maxwell. Wow. So people really do worship Mila. It's pretty rare to find Maxwell worshippers these days, but apparently they used to be quite common. Faith in the spirits seems to have fallen dramatically all over the world, although I couldn't tell that from here. The more spirit arts progress, the more spirits are seen as simply another facet of nature. So they used to be a bigger deal back then? Yeah. Legends say that it was the spirit Maxwell who created Risa Maxia to begin with. And the first human to follow him, Kresnik, came to be known as the Genesis Sage. Correct. And the people of this village are Kresnik's descendants. Yeah, you get crazy origin stories like that in all these rustic towns. How dare you! 20 years ago, I personally witnessed the advent of Lord Maxwell and the four great spirits. I saw her grow into the woman you see before you, without ever taking a bite of food or a wink of sleep. This miracle is proof that our legends were true. Want to tell this geezer about the time Mila collapsed from hunger? Just leave him alone. Come to think of it, the six ruling houses of Roshagal are all a part of that legend too. Their founders were supposed to be the six disciples of Maxwell and Kresnik, right? Now that is the truly absurd origin story. Those fools have no clue about the true secrets of this world. I should never have said that. Please, forgive me. What just happened? Nothing. Don't worry about it. Ereignisliste aktualisiert. Der Mythos merkte das Volk von Nia Kara. Ich hatte Aufpassung, wie das heißt. Wie man das nennt. Vertraut Mila von ganzem Herzen. Die Dorfbewohner sind stolze Nachkommen von Kresnik, dem Anhänger von Maxwell. Auch bekannt als der Genesis-Weise. Oder Genesis-Weise. Ach, ist abgeschlossen. Ach. Wieso? Darauf hätte ich achten sollen. Du bist ein Shop.
Erweitern. Doppelt, doppelt, doppelt. Kein Dreifachen. Schade. Dann erweitern wir unseren Objektplan. Material schenken. 25 schöne Federn im Besitz. Ich hoffe, dafür gibt es keine andere Verwendung. Denn sonst mache ich großen Fehler. Einen sehr großen Fehler. Aber wenn ich wage, der nicht gewinnt. Apfelkuchen, Orangenkuchen, Trank des Lebens. Das alles für 3 Level. Okay. Der Waffenladen. Material schenken. 43, davon werden auf jeden Fall eine Menge gegeben. Ah, nicht so viele. 34 Stück reichen. Faustschutz, Scimitar, faules Eisen. Waffenlein, Objektrabatte. Guck hier die Fausteisen. Ah, das passt doch. Neue Waffen gekriegt und sogar noch Rabatte drauf.